Am Mittwoch fand im Landhaus Bregenz das erste Schülerparlament des Schuljahres 2007-2008 statt. Im Landtagssaal trafen sich die Schülervertreter, um ihre Anliegen zu diskutieren und so gemeinsam Forderungen an die Politiker zu richten. Ob Initiativen gegen Mobbing, eine Überprüfung der Schulbücher oder der Forderung nach kostenloser Bildung, die Wünsche sind sehr vielfältig und zeigen, wie wichtig den Schülern Mitsprache ist. Wir haben nachgefragt, was die Teilnehmer sich vom Schülerparlament erwarten. Also ich bin Schulsprecherin von der Hackfeldkirch und ich interessiere mich schon seit 3 Jahren für die Schülervertretung und ich finde, das ist echt so mal der Beginn, irgendwas zu verändern. Und es gefällt mir eigentlich sehr gut, weil ich habe ziemlich viele Ideen, bin total mit voller Energie geladen und es gibt echt viel zum Verändern. Ja, ich finde, dass die Schüler, also dass das das Sprachrohr für Schüler in der Politik ist, dass wir da, wenn wir was erreichen können, dann tun wir es da und das tun wir heute da. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass wir das irgendwie schaffen. Und ich möchte einfach, dass die Anträge, oder die für sinnvoll sind, dass die durchkommen. Und das werde ich auch vertreten. Ja, also weil ich finde, die Missstände oder die Sachen, was einem nicht passen in der Schule, die kann man da sicher verändern. Dann werden sich die Schüler direkt an die Schulsprecher oder an die Schulsprecherstellvertreter wenden und wir werden das da vorbringen und dann damit hoffentlich was verändern können. Ja, aus dem gleichen Grund, warum ich Schülervertreterin bin, weil wir da was erreichen können, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, dass wir das machen, weil wir einfach die Gelegenheit haben und nicht jeder die Gelegenheit hat, mitzumreden und was wirklich zu bewegen. Überzeugt zeigten sich die Jugendlichen auch davon, dass ihre Anliegen bei den Politikern Gehör finden. Nicht zuletzt die interessiert lauschenden Politiker auf den Zuschauerrängen bestätigten dies. Also soweit ich weiß, werden die Anträge, die wir dann auch beschließen, einfach weitergereicht und jeder gute Politiker setzt sich natürlich auf das, was die Schüler wollen, unterstützen und deshalb hoffe ich, dass es angenommen wird und auch umgesetzt wird. Die Politik hängt schon ein bisschen von den Jungen ab, weil mittlerweile ist ja das Wahlrecht ab 16 und somit hängt sicher einiges auch von der Jugend ab und somit glaube ich, dass wir schon einen großen Einfluss haben. Also, dass wir da Anklang bei den Politikern wirklich finden, denn schlussendlich, dass die auf das losen, was wir da beschließen, was die erkläre, darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Schüler politisch engagiert sind, dass da was läuft und dass das dann wirklich durchkommt. Ich glaube, sie werden auf uns hören und werden einige Ideen von uns übernehmen und wirklich etwas verändern.